Hallo, heute wieder ein Vorstellungsvideo von einem tollen Hund. Ich bin wieder auf der Webseite von Hundefreunde Ich will leben e.V. unten in der Beschreibung verlinkt. Es geht hier um den Rüden Dürrektor. Immer komische Namen. Er ist ein Notfall. Da sieht man gleich warum. Rasse Mischling, Größe klein mittel, geboren 2012, Kastration, ja. Der Wesen von Dürrektor. Dürrektor ist ein typischer Terrier. Ja, sieht aus wie mein erster Hund, mein Picard. Terrier habe ich aktuell auch, einen Jack Russell. Klein und gemein. Sehr energisch, immer dabei, bewegt sich sehr gerne, bellt gerne, das macht meiner nicht, hat einen fröhlichen Charakter. Stimmt. Aber alles sollte so sein, wie er es mag. Ja, Terrier sind schon eigen. Bei starkem Führen verwandelt er sich in ein sehr nettes Hündchen. Nur freundlich und lustig. Das hört sich gut an. Mit anderen Hunden lebt er meistens friedlich, zumindest solange er die erste Geige spielt, ja. Terrier sind, Klammer auf, Alpha-Tiere, Klammer zu. Wenn aber ein anderer Hund probiert, die Führung zu übernehmen, lässt er sich nicht einschüchtern, ja. Auch die Kleinsten. So ein Jack Russell will immer die Führung übernehmen, will immer eine große Zampano sein, ja. Beim Spazierengehen interessieren ihn die anderen Hunde gar nicht. Höchstens kurz bellen und weiter geht's. Wir würden ihn für aktive und hunderfahrene Personen empfehlen. Ja, aktiv, ja. Die wissen, wie sie so einen kleinen Chef handeln müssen. Sonst werden sie sich einen echten Direktor ins Haus holen. Ja. So schlimm ist meistens nicht, aber sie sind schon eigene Terrier. Dürrektor ist ein sehr kluger und gelehriger Hund, vor allem wenn man Sandwiches hat. Dann kann er Sitz, Platz, Pfötchen geben und sogar auf zwei Pfoten tänzeln. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bestechung ist immer gut. Die liebe Katharina und die liebe Regina sind Rettungspaten. So, Dürrektor befindet sich nun bei unserem befreundeten Tierschutzverein im Tierschutzheim. Oder im Tierheim Freital, gehe ich mal drauf. So, geboren 2012. Hier ist das Video von ihm. Jetzt bin ich mal auf das Video drauf. Hier ist das Video. Mal leiser machen. Leider, wie ich jetzt sehe, ist er schon, dass die Vermittlung Juni 2019. Das heißt, er ist schon 5 Jahre. Terrier-Mischling Direktor sucht ein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie mit Kindern ab etwa 15 Jahren. Er ist wirklich schon seit 5 Jahren im Tierheim in Freital. Schönes Tierheim. Ich habe mir die Webseite mal angeschaut, auch mal die Umgebung, sowas, wie es aussieht. Das geht, das sieht aus wie mein erster Hund, wie mein Picker. 5 Jahre. Pff. Warum ist er nicht vermittelt worden? Klar, er sieht etwas, er ist, Klammer auf, ganz schön und Klammer zu, obwohl das egal ist. Wie mein erster Hund sieht er aus. Und er ist ein Terrier. Ja, gut. Aber das, na gut, warum er keine Familie gefunden hat. Komisch, 5 Jahre ist Er kam lang. aus einem befreundeten Tierheim und ist seit dem 7.2.2017 in Obhut des Tierheims. 7.2.2017. Wahnsinn. Das sind nur 7 Jahre, die im Tierheim ist. Vor in Polen im Tierheim, hier im Tierheim. Freitags. Der 2012 geborene Terrier-Mischling ist kastriert, kennt die Grundkommandos und ist mit Artgenossen verträglich. Als Familienhund fährt Direktor Leben kein Auto und ist dabei noch ein souveräner Leinenhalter. Toll. Ein toller Hund. Keine Ahnung, warum der niemanden findet. Hammer, ey. Ein toller Hund. Ey. Ich verstehe das nicht. Kinder sollten auch also schon entsprechend alt und erfahren sein. Außerdem suche ich aktive Menschen. Ja, der sieht ja wirklich aktiv aus. Ich freue mich nämlich schon lange auf lange Spaziergänge und viel Kopfarbeit. Ja. Weil Terrier ist Kopfarbeit weit wichtiger als die Bewegung an sich, die mich auslassen. Genau, ja. Mit Artgenossen komme ich ganz gut aus. Zu Hause würde ich aber am liebsten immer die erste Geige spielen. Ja, typisch Terrier, typisch Terrier. So, ich denke mal,
Der Direktor ist ein perfekter Hund für jung gebliebene ältere Personen, Mann, Frau, Pärchen oder Personen in meinem Alter, so um die Mitte 55. Familien mit etwas größeren Kindern, die auch aktiv sind, weil spielen, toben, das ist natürlich Terrier perfekt dafür. Irgendwas beißen, zerreißen, schnüffeln, suchen, fangen. Ja, ein aktiver Hund, ein schöner Hund, mir gefällt er gut, der sieht aus wie mein erster Hund. Ich blende mal ein Foto rein, wie mein erster Hund aussah. Ja, wie gesagt, der Hund ist im Tierheim in Freital und wartet auf seine perfekten neue Familie. Direktor, ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, du findest jemand. Ciao.